bauen einen Käfig, wenn er auch sag mal frech ist. Wir sind aus dem eBay, sag ich schon, aus dem Obi raus. Wir haben zwei gekauft, dann können wir eins an die Wand ran machen. Ja. Alter, sieht diese Tischplatte. Leg dich schon mal bitte nach vorne drauf. Genau. Vielen Dank. Wollen Sie meine Begrüßung machen? Was sagt man immer am Anfang des Videos? Was denn? Na, das läuft schon. Sie müssen die Begrüßung machen von meinem Kanal. Was machst du denn für eine Begrüßung? Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen. Das ist aber nicht der Anfang jetzt, oder? Doch, ich fand das lustig eigentlich, oder? Möchtest du nicht? Können Sie jetzt die Begrüßung machen? Jo Leute, was geht? Ab. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Zum neuen Video. Denn wir sind wieder zu einem Classic-Männer-Vlog hier. Aber ich habe tatkräftige... Ich habe tatkräftige Unterstützung. Nee, das finde ich süß. Das sind 26 eigentlich Sekunden. Ich wollte hier nur auf dem Stuhl sitzen. Wir haben... Schatz, erklär mal, was wir jetzt hier gemacht haben. Komm. Also, das ist der Tisch, den wir schon da hatten. Der alte. Also wie die Verschmutzung von unten passiert ist, also das weiß ich ehrlich gesagt das nicht. Das ist Klebeband und weiße Flecken. Ja gut, es sieht aus wie Acrylfarbe, aber was ist denn das? Hier ist reingenagelt. So ein Haltennupsen. Keine Ahnung, was das ist. Vielleicht. Das muss der Vorbesitzer gemacht haben. Ja, wir haben den ja auch nur geschenkt gekriegt gehabt. Ich schwöre, ich habe dann auch nie Klebeband von unten angeklebt. Das ist ultra dumm. Ich auch nicht, aber... Jedenfalls, wenn unser Werkzeug holt, dann kann ich helfen. Dann kann ich aufschrauben. Wir haben den Trick heute. Hier, das ist die Kamerasituation. Ist so, die. So, zack. Das sieht voll gut aus, wenn von vorne die Hand hier das gibt, sozusagen. Kriegt man das rausgedreht? Wo lang nochmal? Nach links herumdrehen. Zum Fenster. Gegen den Uhrzeigersinn. Und dann habe ich es eben noch fester gedreht. Das ist richtig. Och Mann. Gegen den Uhrzeigersinn. So, genau. Und jetzt gucken wir mal, wie lang diese Schrauben sind, weil die müssen ja doch schon relativ langsam da durchgehen. Ja. Ja. Ich glaube, du kannst sogar, wenn du längere Schrauben hast, können wir längere nehmen. Ja. Guck mal, was für ein starkes... So, jetzt. Das liegt nur daran, weil wir so fleißig trainieren. Weil du gestern Bizeps trainiert hast. Mit wie viel Kilo hattest du? 8? 8 Kilo hattest du am Ende bei den Bizepsübungen hier, diese großen? 8, ja. Ja, 8 Kilo. Ja, muss man sich mal vorstellen. Es gab ja keine 7 oder 6 Kilo Hanteln. Ne, es war 4 und 8, glaube ich, waren es. Es gab keine kleineren. Die mittleren gibt es nicht bei uns. Nee. Entweder ganz wenig oder es geht schon mit 4 los. Ja, dann musste ich mit 8 machen. Aber 8 geht. Ich glaube, wir hatten bei McFeed damals, war ich auch bei 9 oder so schon. Ja, aber das war bei den Schulterpresse-Dings, die ich sonst siehst. Wieder was anderes. Da wird die andere Muskulatur gemacht. Aber du hast gestern übelst krass trainiert. Wir haben gestern wirklich übelst krass trainiert. Also kann ich wirklich nochmal sagen. Und jetzt ist der Plan, dass wir unsere wunderbare Holzplatte, ich kann sie euch jetzt hier nochmal zeigen, jetzt sieht man es, glaube ich, auch besser durch die Belichtung. Du liebst die Holzplatte? Ja. Wen liebst du noch? Die Holzplatte. Und mich? Schwiegervati. Oh. Ich werde heute nicht mehr geliebt. Also, nein, aber die Holzplatte, sie sieht einfach fantastisch aus. Ich muss sagen, wenn ihr euch das mal anguckt, die ist einfach mega geil. Also, falls für die Leute, die es nicht wissen, das ist diese... Hier, aus Teak. Ja, extrem. Mit natürlicher Waldkante. Hier sieht man das. Wir haben überlegt gehabt, ob wir die Teakkante nach oben machen, also diese Seite oder die andere Seite, aber abfallend ist besser. Das heißt, das ist das. Hier kommt auf diese Seite kommt das Gestell dann ran. Warum hast du gesagt, das ist besser? Was hast du für einen Satz gesagt? Weil man dann das besser den Müll runterwischen kann. Also die Krümel vom Tisch so, jetzt geht ja schon bergab. Dann kannst du unten einen Teller oder eine Mülltüte runterstellen und dann kannst du das runterwischen. Ist das nicht klug? Und nur so ein bisschen wiederholt von der Kamera. Das ist total geil. Richtig smart. Ja, und jetzt, also der Plan ist, Mira hat jetzt schon gesagt, wir schrauben alles raus. Wir legen die Teakplatte, also das ist auch der Plan, den wir gemeinsam sozusagen haben. Also ohne hoch ist die Kamera aus. Ne, es ist noch an. Wir legen die Tischplatte hier auf dem Fußboden hin. Dann wird die konisch mittig ausgelegt. Wir legen das Gestell drauf, dass es auch parallel vom linken Rand zum rechten Rand perfekt rüber geht, dass man das perfekt mittig hat. Und dann zeichnen wir durch die Vorbohrungen mit einem Bleistift erstmal durch, wo wir die Löcher setzen werden. Und dann werde ich das mit unserer Bohrmaschine, mit dem kleinen Holzbohrer, den ich habe, leicht vorbohren. Ganz leicht, damit sich danach die Holzschrauben, Achtung für die Leute, die das nicht wissen, es sind keine Schrauben aus Holz,
sondern es sind Metallschrauben, die für in Holzdrehen entwickelt sind. Holzschrauben. Die sind vorne spitz zulaufend. Ich erkläre das auch für die Zuschauer, die keine Heimwerker sind und die das nicht wissen. Dieses Video hat einen Mehrwert. Ja? Fertig! Dankeschön! Warten Sie mal, jetzt können wir das mal hier hinstellen. So, warten Sie mal kurz, ich muss das hier mal aufbauen, ob man. Ah, das Ding fällt nach vorne. Ist es noch geklebt zusätzlich? Warten Sie. Scheiße, ich wollte es hochheben. Warten Sie mal, ich stelle hier das Ding hier mal. Ha! Sie haben es hingekriegt! Es ist, glaube ich, festgegammelt durch den Rotz, der sich so durch die Jahrzehnte eingesammelt hat. Ja, huch, das Ding hier fällt nach hinten. Ich weiß nicht, ob das so bleibt. Sie haben das Gestell abbekommen schon. Ist das schwer? Oder kriegen Sie das alleine weg? Ich kriege auch den Tisch alleine weg. Ja, also jetzt ist es raus. Wir bauen einen Käfig. Wenn der Aussag mal fertig ist. Also hier kommen auch so Stäbe rein und die Seite machen wir natürlich auch noch zu. Ja, und dann wird er nur noch gefüttert durch die Stäbe. Das wäre übertrieben lustig. Stell dir vor, ich verstand, dass man so einen Tisch baut. So im nächsten Video sitze ich einfach in diesem Käfig. Das müssen wir wirklich noch bauen. Wir müssen so einen Käfig bauen. Das finde ich übertrieben lustig. Seht ihr? Ich glaube, da gibt es so ein Fachwort für, ne? Wenn man seine Entführer anfängt zu lieben und so und alles auch toll findet. Das ist so ein Ding, so Münchhausen-Syndrom. Ja, ja. Nee, ich glaube, das ist noch was anderes. War Münchhausen nicht, wenn man seine Kinder quält? Ah, das weiß ich nicht. Ach, das weiß ich nicht mehr. Ach, ist auch egal. Keine Ahnung. Aber, aua! Ich habe mir Kopf gestürzt. Hat man das gesehen? Aua, aua. Ich glaube, man hat es gesehen. Ja, ich bin schon sehr zufrieden. Dankeschön, Mira, dass du mir hier so super geholfen hast. Ich habe nicht nur geholfen, ich habe es allein erledigt. Sind Sie also heute die starke Hausfrau? Ja. Wie nochmal? Kannst du Muskeln einsetzen? Ja, genau, so ein Bizeps. So machen wir mal nochmal so. Blödsinn. Wir sind jetzt schon ein bisschen ein Stück weiter. Wir haben uns jetzt bei Obi nochmal einen Plan gemacht, was wir alles kaufen wollen. Hast du das noch offen hier, Mira? Ja, ja. Hier, da so Winkel und Sachen. Mira will ja sich diesen begehbaren Kleiderschrank bauen. Und halb. Ja, es ist ja fresh, wie ich das meine. Und hier, Mira hat ja die, wir haben ja die Gewinner aus den Gewinnspielen, kann man ja sagen. Die sind ausgelost und sind informiert. Wir haben von den Gewinnern die Adressen bekommen und wir bereiten heute den Versand. Nein, ich krieg das Geschenk. Den Versand von den Gewinnen vor. Die Mira reißt jetzt gerade ein bisschen Staumaterial. Wir haben hier Pappe und Papier. Und die eine Gewinnerin hat ja hier Poda gewonnen. Was ist das? Der Glow Hero? Oder wie heißt das? Genau, das ist dieses von Yepoda, dieses Serum, das gewinnt, hat die eine Zuschauerin gewonnen und die andere Zuschauerin hat den Action-Adventskalender gewonnen. Das heißt also hier auch nochmal an dieser Stelle von meinem Kanal Glückwunsch an die beiden Gewinner. Ihr wisst, wer es ist und wenn ihr es nicht wisst, müsst ihr in die Videos von der Mira gucken. Da steht es drin, es sind angepinnte Kommentare mit den Gewinnernamen drin und natürlich halt auch, dass diese halt informiert worden sind und die haben sich halt auch bei uns gemeldet. Somit, wenn wieder ein Gewinnspiel von uns veranstaltet wird, ihr könnt, wie gesagt, jederzeit immer daran teilnehmen. Wie nennt sich denn das? Richtlinien? Gewinnspielbedingungen stehen immer mit in der Infobox mit drin und was wir halt sowieso mal ins Video quatschen. Aber ich finde es gut, weil das können wir dann heute alles noch zur Post bringen. Ja, und wir müssen ein Paket abholen. Genau, das wollte ich gerade auch nochmal zeigen. Wir waren am Samstag, waren wir da gewesen. Und es wollte eigentlich einer was uns zusenden. Und wir wollten es am Samstag abholen, aber um 13 Uhr war das Paket noch nicht in der Filiale, wo wir es abholen konnten. Und das ist auch wieder so ein Ding. Mira hat sich ja schon im letzten Video über die Packstation so massiv aufgeregt. Jetzt ist die Ware nicht mal im Tabakladen. Also, ich weiß nicht, was mit den DHL-Leuten los ist. Gut, okay, wir werden uns jetzt gleich auf den Weg machen. Und ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal, dass wir alles heute geregelt kriegen. So, wir sind jetzt schon wieder auf dem Weg zur Post. Wir bringen jetzt die Pakete weg. So, ja, das ist ja unser Zeitungs- und Postladen. Und da soll auch unser Paket angekommen sein. Du hast es, mal gucken, ob das was wird. Ach, steht einer drin, muss er warten. Nee, natürlich nicht. Riecht noch ein bisschen?
Dankeschön. Sehr freundlich. Tschüss. Vor einer Minute. Tschüss. Ich muss mal hier. Ein Paket wollte ich abholen und zwei wollte ich losschicken. Ja, guten Tag, Herr Stark. Maurer, mein Name. Sie hatten mich irgendwie gerade versucht anzurufen. Ich habe Ihren Anruf verpasst. Ich habe gerade aufs Handy geguckt. Das war leider auf lautlos. So, ich habe jetzt für euch einen Schnitt gesetzt. Wir standen jetzt noch 6 Minuten in der, Dingsbums drin, in der, wie nennt sich denn das? Ah, in der Postfiliale halt drüben. Da war noch so eine etwas ältere Dame vor uns und, oh, was ist das denn? Das ist der Vivat Räucherkerzen. Ah, cool. Hatten wir ja besprochen. Richtig. Kann man für, nur für Porto kann man genau, bestellen. Umsonst. Jetzt haben wir wieder einen Räucheradventskalender für uns, für richtig. Dieses Weihnachten. Geil. War letztes Jahr cool. Also am besten hat mir Tannenduft gefallen. Besten hat mir das Brandloch gefallen in der Waschmaschine. Ja, die sind wir aber losgeworden. Trotzdem. Ja. Warum müssen Sie eigentlich die negativen Dinge so nochmal betonen? Wissen Sie, wie gut es aussieht? Weil ich eine Hexe bin. Deswegen muss ich das so machen. Sie müssen eigentlich nur die positiven Sachen sich dran erinnern. Alles andere verdrängt man. Das ist wichtig. So, wir fahren jetzt weiter zum Obi-Baumarkt und schauen mal, was passiert. Geld ausgeben. Juhu. Ja, also keine Ahnung, wo das alles liegt. Links oder rechts? Rechts. Da sind aber Da ist Garten. Willst du zuerst die Gasolen holen? Ich hätte jetzt erstmal. Wir machen deine Reihenfolge. Ich hätte gesagt, wir gehen erstmal zum Holz und fragen nach den Holzschnitten und auch den Metallrohrschnitten. Und dann zeigst du dem auch mal auf dem Handy, was wir halt vorhaben. Damit wir das gut machen. Eisenbahn? Vorne ist Holz und hier ist Eisenbahn. Ich würde jetzt erstmal das mit dem Holzschnitten und dem Raum schon danach arbeiten mit einer Liste der Einkäufe, was wir einkaufen wollen. Das sind zum Beispiel so Unterbauteile. Genau. Und so nach. Nee, wir hatten 2-Meter-Platten. Doch, das ist. Das müssen die 2 Meter genau. Sein, genau. Ja, aber das müssten eigentlich auch einzeln kaufbar sein. Einzelpreis hier, 3 Euro und pro Meter einzeln. Pro Meter gibt es auch welche, die 89 Cent kosten. Das waren die billigsten, günstigsten. Ja, dann sind die halt online bestellbar. Ja. Aber es ist im Prinzip auch kackig. Hier sind auch noch hier, Schatz, 85 Lattefichte, die meinst du für 85 Cent pro Meter. Diese hier. Ja, genau. Ja, das ist die billigste pro Meter. Die genau. Reicht doch aus, oder nicht? Ja, klar. Und dann haben wir gesagt, wir... 2 Stück brauchen wir. Genau. Kannst du ja schon einen Wagen finden. Die müssen wir zu schneiden lassen. So. Die muss ich tragen, weil die passen nicht in den Wagen, glaube ich. Hier so quer rauflegen. Ah doch, das funktioniert, glaube ich. So. Das klappt ganz gut, so? Ja. Aber das Brett finde ich noch nicht, das ist hier. Du brauchst jetzt erstmal fahren, genau. Hier sind auch die Metallrohre. Das sind die Metallrohre, die du gesucht hattest. Ja. Das ist auch die für Stahlrohr, richtig? Ja, boah, das ist aber schon sehr stabil. Das ist auch übelst gut. Das ist 1,60 und das ist 1 Meter. Genau, und wir wollten es dann so zuschneiden lassen. Nee, 1,60 wäre doch 6. Ach genau, ach ja, genau. Stahlrohr 1. Nee, ist richtig. Genau. Ja, wir wollten ja auch nachfragen, ob sie. Ja. Drei Fußplatten. Haben wir, 3 Fußplatten. Ein T-Stück. Haben wir. Und 2 Stahlrohre. Haben wir. Für 16,99 ja. Pro Stück. Ja. Ja. Gut. Ja, dann fragen wir auch, ob sie die auch zu sehen können. Genau, das wäre jetzt das erste. 53 Euro. Genau.
Dann ist das hier Holzzuschnitt. Ja, aber hier sind doch alle, oder? Armaturenbogen? Zement. Müssen wir nachfragen, ob die das überhaupt machen. Ich glaube, da hinten sind Mitarbeiter. Wir hatten jetzt halt überlegt gehabt, weil es stand im Internet, dass Obi auch die Zuschnitte für Metall, Beton, Zement oder sowas macht. Also die Werbung für die Zuschnitte war direkt unter den Stahl. Genau. Auf der Website. Deswegen haben wir überlegt, ob wir fragen danach. Nee, kein. Okay, haben wir schon. Das ist nicht. Schon aus arbeitsschutztechnischen Gründen, Funkenbildung und sowas. Ah, okay. Ja, und dann sollen die das selber machen, die mit der Nadel schreiben. Genau, und dann. Ja, aber die Latten kann ich nicht zuschneiden. Genau, Schatz, dann wie lang wollten wir die Latten haben? Wir brauchen nur eine zugeschnitten. Ja, die habe ich aber von hinten geholt. Achso. Das ist halt schon mal klar. Ja. Zeig doch mal, das funktioniert. Unsere Stahlstein komme ich als nächstes zu Ihnen. Ja? Einmal auf 50, einmal auf 75. Ich habe nur die Hand. Genau. Wir bräuchten zwei Schnitte. Also wir brauchen nur eine geschnitten, einmal auf 50. Genau. Ich sag doch mal, das hier ist 20 cm. Ja. Das ist die Lücke. So, wir sind aus dem eBay, sag ich schon, aus dem Obi raus. Wir haben zwei gekauft, dann können wir eins an die Wand ran machen. Ja, das ist sehr, 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 sehr gut. Wir müssen zu Hause noch die Metallrohre zuschneiden, aber Miras Traum vom halb offenen Kleiderschrank geht so langsam in Erfüllung. Ja? Ja. Holzschrauben haben wir für den Tisch jetzt auch gekauft. Die sehen so aus. Wir haben jetzt insgesamt knapp über 100 Euro für den ganzen Spaß. 101 Euro, genau. Zeig mal bitte. Du stehst da. 101,27 Euro. Wir haben hier aber 5 Euro Rabatt bekommen, weil wir, das ist die Erstanmeldung, das ist dahinter zum Beispiel, ne? Fürs Wunschprojekt und 1% mit der Obi-Karte. Also wir haben 6 Euro gespart. Ich finde es gut, wenn man 6 Euro spart. 6 Euro ist vielleicht der nächste Burger King Burger nach der leckeren, saftigen Doku, die wir gesehen haben. Ja, genau. Also, muss man mehr dazu sagen. Ne? Das war ganz nett, 6% zu sparen. Finde ich sehr, sehr nice. Ja. Wir sind jetzt wieder vom Obi-Markt zu Hause angekommen. Ich möchte dafür klarstellen, dass ich dafür nichts kann. Was haben Sie gemacht? Sie haben mir die Holzstange versucht in den Hintern zu stecken, richtig? Ja, und hätten Sie sich ein bisschen nach vorne gebeugt, wäre das doch nicht passiert. Unser Holzding ist gebrochen auf den letzten Metern vor der Haustür. Die Mira, sie ist auf der Treppe und dann so, oh, das geht nicht anders. Und dann rennt sie die Treppe hoch und will mir das Ding in den Hintern stecken. Und plötzlich macht's knack und im Astloch gebrochen. Ja, na, weil das keine gute Qualität ist vom Obi. Das ist halt Fichte. Ja, aber hättest du dich nach vorne gebeugt, dann wäre das auch nicht passiert. Ich versuche das jetzt. Ich will das wieder, dass es ein Stück ist. Mann, ist doch wurscht. Wir wollten das doch sowieso nur, dass wir das Holzbrett, das ich da ein Regal habe, ja, dass es da drauf liegen ja, okay. kann. Das brauchst du hier einfach in die Wand und hier auch und dann sieht man das überhaupt nicht mehr. Okay, ja gut, also. Voll kackegal. Aber wäre dein Arsch ein bisschen geschmeidiger gewesen, wäre das nicht gebrochen. Also ich möchte diese Diskussion nicht weiterführen. Oh, glaube ich, war das. Frau Mora. Ich bin süß, lass mich in Ruhe, du darfst nicht sauer auf mich sein. Hey! Das ist. Ich bin auch nicht sauer. Häusliche Gewalt. Ich bin noch. Dir gegenüber. Nee. Sie wollte mir das Holzding in den Arsch stecken. Also. Hey, aber Leute, das war verlockend. Ich hatte einfach eine 2-Meter-Stange in der Hand. 3 Meter. Nee, 2. Ja, jetzt hast du. Ja, jetzt hast. 2 Meter. Nein, die ist 3. Nein, Schatz, die ist 2.
Was steht da drauf? Ach, tatsächlich 3 Meter. Ja, natürlich. Ja, das war verlockend. Ich hatte 3-Meter-Stange in der Hand. Ich finde, Männer können das bestimmt nachvollziehen. Ja. Eine lange, man, harte Stange in der Hand. Wenn man so ein langes, hartes in der Hand hat, dann möchte man das halt auch in den Po stecken. Das ist ja unverschämt. Ah, wollte gerade sagen, so sieht das jetzt aus. Achso, du filmst schon? Ja, ja, genau. Du wolltest die Dinger schwarz machen und du hast jetzt den Buntlack drauf gemacht und ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Genau, noch eine zweite Schicht, dann ist perfekt. Zweimal muss man halt, muss man trocknen lassen. Okay. Stinkt auch massiv nach der, also nach einer Spraydose halt, so wie, ja, als wenn man die Wand ansprühen würde. Ja, halt. Gut, also das, ich kann jetzt nicht alles machen, ne? Sieht krass aus, schwarz. Und dann kann man die in das Color-Code reinmachen, dann ist das alles perfekt schwarz. Ja. Ja, wunderbar, nice, freut mich. Die Tomatenpflanzen kriegen nochmal neue Blüten, ey, das ist ja zu wild eigentlich. Das sind auch Tomatenpflanzen, glaube ich, kann das sein, Schatz? Ja. Die sind nochmal random gewachsen, das sind nämlich die Flaschentomaten da. Ja, Schatz, das muss aber alles raus, das wird dieses Jahr nicht mehr fertig. Oh, Mann, oh, das macht mich so traurig. Julien, bitte. Ja, okay, so traurig. Julien, bitte. Ja, okay. Das macht mich wirklich traurig. Ich versuche dieses Jahr eine Tomatenpflanze über den Winter zu retten. Ich versuche das. Ja? Ich möchte eine Tomatenpflanze mindestens behalten. Ja? Hoffentlich klappt das. So, wir haben jetzt uns alles vorbereitet. Ich habe jetzt erstmal nochmal hier den Fußboden gesaugt. Jetzt habe ich die Decke drauf, damit wir nämlich die Oberseite nicht zerkratzen. Das war jetzt mein Plan gewesen. Jetzt nehmen wir ein Messer und befreien das erstmal aus der Plastikverpackung. Und schauen wir mal, dass wir das hier alles runterkriegen. So, die Platte in deine Richtung. So, ich heb an. Kann noch kurz mal so. Jetzt müsste man in deine Richtung kippen. Aufpassen, pass auf, das ist schwer. Ultra schwer. Jetzt die einen sind nochmal anders, genau drauf. Ja, genau so. So, das ist jetzt unsere Unterseite. Das heißt, darauf stellen wir jetzt das Gestell gemeinsam und das muss mittig sein. Ja. So, du hast da 23 und ich habe jetzt hier 18. 18 plus 23 sind wie viel? Na, schiebst du vielleicht so hin, dass es mittig wird. So, ich schiebe mal ein bisschen zu dir. Habe ich doch eben schon. Jetzt habe ich genau 20 hier. Guck mal bei dir. Ach, ich hatte das Ding hier reingepackt, auch in den Rucksack, glaube ich. Warte mal kurz. 20,2. Ja, dann passt es. Ich habe es jetzt nochmal zu mir gezogen. 20,1 dann, ja. Nee, hier ist 21. Und hier sind es 20. Dann ist, weil es schief ist. Und hier in der Mitte habe ich auch. Hier habe ich 20,3. Also in der Mitte ist hier, weil dieses Holz vielleicht ein bisschen dingsig ist. Jetzt müssen wir hier nochmal die 17 messen. 16. Hier sind es jetzt 15,5 nur noch an der Seite. Ich habe 16 auf beiden Seiten. Hier muss ich ein bisschen den nochmal nach rechts schieben. So, stopp. Jetzt habe ich hier 16. Und auf der anderen Seite. Ihr seht, wir sind richtige Profis, ja. Und hier habe ich jetzt. Hier habe ich auch genau 16. Jetzt passt es. So würde ich das lassen. Ich denke, dass das jetzt konisch, trotz der Naturwaldkante. Ja. Ich denke, das passt. Das sieht gut aus. Und wenn man jetzt mal von oben drauf guckt, das sieht auch mittig jetzt aus, muss ich sagen. Wenn du von oben mal rauf guckst, Schatz, ja, dann sieht es gut aus. Jetzt malern wir die Löcherlis mit Dings und an, mit einem spitzen. Kriegen Sie doch hier so ein Bleistift, hast du einen dünnen Bleistift, der da reinpasst? Ja.
Justus und endlich du. Darf ich jetzt. Auch mal hämmern. Den hattest du schon, oder? Ja, ich glaube, den hatte ich schon. Ich versuche. Ich setze mal kurz nochmal an und sehe dann, ob sie da reingeht. Ja, ich mach's nochmal. So, okay. Gut. Überklug, dann müssen wir nicht jedes Loch einzeln abmessen. Runter. Jetzt sehen wir das, genau, jetzt sehen wir das Ding zusammen an. Müssten da irgendwo überall die X'e eingehakt sein. Eingehämmert sein. Da, 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 da. Ja, die sehen noch gut aus. Die sind fast unsichtbar, die X'e. Cool. Ja, genau. Jetzt nehmen wir einen Bohrer und bohren das Ganze ein bisschen vor. Perfekt. Ich mache keinen Scheiß mit meiner teuren Platte. Schatz, wir machen das ganz vorsichtig. Und dann kommen die Schrauben dadurch. Und dann ist das fertig gemacht. Das ist jetzt, das Ding ist jetzt unendlich schwer, wir müssen jetzt aufpassen. Also jetzt muss ich mal gucken, ob hier noch aufnimmt. Ja, nimmt noch auf, 27 Minuten, okay. Also erstmal umdrehen und dann kurz abstellen und dann rüberschreiben. Ja, aber dann würde ich in diese Richtung kippen, Tür zu machen, weil wir hier mehr Platz haben. So, ich nehme alles beiseite, dass hier auch noch unbedingt sowas drauf trete. So, bist du bereit? 3, 2, 1. Oh, what the fuck? Drehen, drehen, weiter, weiter auf die Kante, ja. Und jetzt können wir gleich anhängen, ja. Okay. Alter. Ist das sexy oder was? Ey. Alter, sieht diese Tischplatte. Leg dich schon mal bitte nach vorne drauf. Du willst auch die Ich will ein Thumbnail-Foto haben. Genau. Vielen Dank. Das ist sehr, sehr gut. Das ist die perfekte Höhe. Können Sie sich mal aufsetzen? Ich hab ein bisschen Angst. Schatz, der ist komplett fixiert. Das passt. Das ist der Vanaschentisch, ist das. Ist das der Titel? Komm, mach mal das scheiß Ding darüber. Es ist einfach, also ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Es sieht phänomenal aus. Einfach überragend. So, wir stellen ihn jetzt darüber und dann muss der noch lasiert werden. Du musst ihn noch einspritzen und einbinden. Der ist schon lasiert, aber wir haben den ja durchschneiden lassen und an der Schnittkante ist er nicht lasiert. Ah. Das ist das Problem. Na, dann machen wir das mal. Ja, aber wir könnten, wenn du möchtest, doch die ganze Oberfläche machen. Aber ich glaube, der ist noch relativ, weil der ist noch so ein bisschen klebrig. Mhm, ich glaub, aber das ist hier. Lasur. Ja, mal gucken. Wir schauen mal. Der Tisch steht jetzt und ja, was soll ich euch sagen? Da ist eine sehr, sehr glückliche Mira, die freut sich massiv darüber. Es sieht sehr, sehr gut aus. Und jetzt nur mal zum Vergleich von der Breite her. Das war der alte Tisch. Also wir haben jetzt hier diese Fläche mehr an Tisch. Das ist übelst krass. Und auch ungefähr diese Länge mehr an Tisch, weil der hat ja komplett, wenn ihr es seht, hier sind ja die Dinger, die Löcher, mit dem Gestell abgeschlossen. Das heißt also, dieses Stückchen ist mehr und dieses Stückchen ist mehr auf beiden Seiten. Das ist einfach mega krass. Sie haben einen sehr großen, hübschen, geilen Tisch jetzt richtig in der Wohnung. Richtig schöner Tisch, ja. Ich habe, also wir haben das ja auch ausgemessen. Ich habe überlegt, ob der Benjamini weg muss oder die Schränke.
Aber das reicht noch vollkommen aus. Ja, und wir hatten ja jetzt 20 cm an der Seite oder an der anderen Seite? Ich glaube, an der Seite ist die helle Seite. Ja, hier ist abgeschnitten worden. Genau, halt auch. Es wäre nochmal 20 cm länger gewesen. Die Seite seht ihr da oben liegen. Hier, das Stückchen haben wir entfernen lassen. Wir hätten es aber auch ansonsten nicht ins Auto bekommen und daraus wird ein Echtholzregal für die Mira mit Winkeln hier an der Wand. Ja, weil. Hallo? Achso, weil die Kamera jetzt gerade das Bildschirm ausgemacht hat, dachte ich, sie wäre ausgegangen. Aber das ist ja richtig. Wie willst du das denn noch denken? Du hast es doch selber eingestellt. Ich bin manchmal dumm. Lassen Sie mich mal. Lassen Sie mich doch. Das Display nach einer Minute aus. Das ist doch schon seit Jahren. Ja, ich weiß, aber lassen Sie mich meine Dummheit genießen, bitte. Ja, okay. Du hast es selber eingestellt. Ja, wir räumen jetzt alles auf. Ich bin begeistert. Sind wir am Ende angekommen eigentlich für heute? Für heute sind wir fertig. Ich will dich ja auch nicht überstrapazieren. Wir waren ja auch anderthalb Stunden im Obi. Haben wir jetzt den Tisch gemacht. Morgen würde ich gerne was von eBay Kleinanzeigen abholen. Von wo genau? Adresse sagt er mir morgen. Ah, okay. Es ist aber auch gratis, musst du mich nur hinfahren, das ist im 5-Kilometer-Radius von uns. Und dann könnten wir morgen zum Beispiel das Brett machen. Und Donnerstag hole ich das andere Brett vom Obi, anderen Obi, weil genau, wenn ich alles vorrichte. Am Mittwoch fahren wir zum Autohaus wegen dem... Ich fahre am Mittwoch nochmal zum Autohaus. Wegen dem Karosserieschaden. Ich hatte den Termin verdusselt gehabt und hatte ich ja vielleicht, glaube ich, in einem anderen Video erzählt. Dann aber waren ich wir im Wolleparadies bei ATU. Dann waren wir im Wolleparadies. Das ist aber auch krass hier, also diese Holzplatte. Ist fantastisch. Ja. Sieht richtig, richtig sexy aus. Wirklich richtig toll. Ich würde sagen, ein schönes Möbelstück. Wir sind am Ende dieses Videos angekommen. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch wieder fürs Zuschauen bedanken. Wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr gerne so einen Schraubendreher oder so einen Hammer in die Kommentare schreiben, also als Emoji für das Ende dieses Videos, damit ich weiß, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Und ja, ansonsten würde ich sagen, freue ich mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Wer mich zum ersten Mal heute gesehen hat, kann gerne noch ein Abo dalassen. Und ansonsten sehen wir uns dann einfach beim nächsten Video wieder. Stay real. Bis dann, euer Ozog. Ciao.